Wir haben noch eine zweite Runde. Ich will Ihnen jetzt aber doch die Aktualität des Problems, wurde ja gerade schon die Frage in die Farbenhaus oder Völzingbau oder Wollheimplatz und welche Debatten in den letzten 10 Jahren hier geführt wurden. Es gab ja ein großes Treffen der Monomot-Überlebenden hier in Frankfurt. Ich muss sagen, heute Tibor Wohl ist einer der letzten von Monowitz, der ist letzten Sonntag gestorben, der hier auch in Frankfurt noch gelebt hat, im Fritz-Bauer-Institut, im Überlebendenbeirat. Das war also natürlich eine wichtige Sache, dass hier die Überlebenden von Monowitz ins IG Farbenhaus eingeladen wurden und über die Unterstützung der Universität und der Klimakonferenz und Ziel hier ihr Zusammentreffen aus allen Ländern der Welt noch einmal erleben konnten. Wir springen jetzt aber ins Jahr 1993, da taucht auf einmal dieser Anwalt Steinacker Mengeles auf einmal wieder auf, die Phönix aus der Asche. Warum? Erste Frage. Frankfurter Rundschau berichtet über einen Professor der Goethe-Universität. Ein Sportprofessor, Hochsprung. Der Mann heißt Professor Dr. Ballreich. Über ihn wird bekannt, dass er in seinen Kreisen, ein Kollege hat das nicht mehr hinnehmen wollen, gesagt hat, das Auschwitz hat es doch gar nicht gegeben, das stimmt doch alles nicht. Die Rundschau titelte einen Altnazi geehrt mit Einfluss auf Geld und Jugend, er war hier an unserer Sportuniversität. Die FAZ berichtet dann von Ermittlungen des Staatsanwalts gegen Professor Ballreich, die waren natürlich dann verjährt. Und unser damaliger Unipräsident Ring ist dann disziplinarisch gegen Ballreich vorgegangen, der dennoch weiter seine Lehre während des Disziplinarverfahrens aufrechterhalten konnte. Titel, Taz, Altnazi ohne Ethik, Moral, Koalition des Schweigens und die Studierenden damals, Sie sehen hier die damaligen, sage ich mal, Gruppen, Perspektiven, Internationalisten, Undogmatische Linke, was ich alles nicht mehr kenne. Boykott aller Veranstaltungen, Professor Ballreich, Entzug seiner, sowie einer Prüfungsberechtigung für seine Lehramtsstudentinnen und Studenten wurde da gefordert. Ich habe einen kurzen Bericht, in dem auch Karl Borschek vorkommt, über den wir heute noch sprechen werden, der diesen Skandal an der Goethe-Universität, der noch seine Fortsetzung bis ins Jahr 2011 hat, kurz thematisiert. Das sind über 3 Minuten, das ist, denke ich, einigermaßen noch mitzubekommen. Bitte den Ton nachjustieren. Der Bundesmann zeigt Ihnen, wie die Saat der Vergangenheit wieder aufgeht, selbst an der Universität Frankfurt. Institut für Sportwissenschaften der Universität Frankfurt. Hier unterrichtete Rainer Ballreich, Professor für Biomechanik. Seit einem Monat ist das Institut in Aufruhr. Der Vorwurf, Ballreich zweifelt die Verbrechen der Nazizeit an. Go-ins in den Veranstaltungen des Professors, Vorlesungsstreiks. Begonnen hatte der Konflikt schon vor 6 Monaten. Da waren die Äußerungen des Professors zu Naziherrschaft und Judenverfolgung bekannt geworden. Die Staatsanwaltschaft ermittelte und stellte das Verfahren wegen Verjährung ein. Seitdem weigert sich Ballreich, Interviews zu geben, mit einer Ausnahme. Vor einem Monat hat er sich erneut offenbart, in einem Gespräch mit der Frankfurter Lehrerzeitung. Darin wiederholt er seine Zweifel an der Zahl der jüdischen Opfer. Sie seien um den Faktor 10 zu hoch. Und außerdem gibt es Untersuchungen aus dem Bereich der Klimatechnik, die aufzeigen, dass die Zeugenaussagen, nach denen Flammen aus den Scharnsteinen der Krematorien von Auschwitz ausgetreten sind, nicht stimmen können. Ich kam in der Nacht zum 22. August in 4 Waggons in Birkenau an und sah die Flammen, wie sie aus dem Schornstein aufstiegen. Ich habe am nächsten Tag erst erfahren, dass es sich hier um ein Krematorium handelt. Vorher wusste ich es ja nicht. Offiziell hat Ballreich noch Lehrerlaubnis. Untersuchungen der Universitätsleitung kommen nur schleppend in Gang. Doch so einfach löst sich der Fall nun doch nicht in Wohlgefallen auf. Ballreichs unvorsichtige Äußerungen in der Frankfurter Lehrerzeitung zwingen die Universitätsspitze jetzt zum Handeln. Es ist eine entsetzliche Feststellung, dass es noch heute Leute gibt, die daran zweifeln, dass es eine fabrikmäßige Tötung in Birkenau gegeben hat. Nicht nur in Birkenau, aber es geht mir um Birkenau, wo ich ja selbst dabei war. Ich bin in der Nacht in Birkenau angekommen und man hat mich zum Leben bestimmt. Ich wurde tätowiert. Die Tätowierungsnummer ist B7750. Ich weiß nicht, ob die Kamera das sehen kann. Die wir wahrscheinlich so umdrehen. 50
50 Jahre nach Auschwitz-Birkenau zweifeln deutsche Professoren öffentlich an der Realität des Holocaust. Und keiner erteilt ihnen Lehrverbot. Wenn Sie denken, die Geschichte ist zu Ende, täuschen Sie sich. 1997 ging es um seine Pensionszahlungen. Ich war dort vorgeladen, weil ich dieses Interview durchgeführt hatte. Und in dieser Verhandlung, 97, vier Jahre später, tauchte sein Verteidiger auf. Wer war's? Und Steinreich begrüßte mich gleich, Sie sind der Gewerkschaftsfunktionär oder so. Und hat dann gesagt, wir wissen doch, was für Lügen verbreitet wird. Wir wissen doch heute genau, dass auch in Dachau die Gaskammer von den Amerikanern gebaut wurde. Ich wurde etwas bleich. Ich habe gesagt, Herr Vorsitzender, ich zeige Ihnen mal die Volksverhetzung an. Sie wissen genau, dass es eine Lüge ist. Und Zentralrat zusammen dann diskutiert und wir haben ihn also angezeigt. Das war ein Verwaltungsgericht, das war nicht öffentlich, konnte also keine Volksverhetzung sein. Anzeige zurückgenommen. Anwaltskammer dann bemüht, ihn ausgeschlossen aus dem Anwaltsberuf. Da hat er gesagt, er hätte sich geirrt, er nimmt alles zurück und behauptet das Gegenteil. Während das passierte, stand in der Rundschau, er soll das Bundesverdienstkreuz bekommen. Während die Anzeige vom Zentralrat der Juden lief. Und hat man das irgendwie als peinlich empfunden, aber es gab einen großen FAZ-Artikel. Das ist alles in der Dokumentation, die auf ihren Plätzen lag. Sie sind ein bisschen mehr geworden, als ich dachte. Wir werden das ins Netz stellen. Alles original, geht heute nicht aus Zeitgründen, original dokumentiert. FAZ brachte einen riesen Artikel, ohne das zu erwähnen. Der Vater und der Sohn ist nämlich der evangelische Kirchenpräsident von Hessen-Nassau gewesen. Danke. Aber ein Jahr geht vorbei und die FAZ berichtet, dass Peter Roth ihm doch das Bundesverdienstkreuz noch überreicht hat. Erst noch kein Orden für Steinacker nach Anzeigen des Zentralratstermin aufgehoben und dann wird Steinacker erhält das Bundesverdienstkreuz. 97, vier Jahre weiter, 2011. Ich habe eine Vorlesung im Rahmen dieser Pädagogik-Vorlesung über die NS-Zeit. Berichte über Wallreich, ein Student spricht mich an, er ist befreundet mit der Tochter oder Enkelin, und er wäre gestorben. An dem Tag, wo ich über Wallreich berichtet habe, hat er erfahren, dass er gestorben ist. Gut, soweit. Jetzt ist die Frage, ist ja jetzt nicht weiter interessant, kann man sagen, aber der Uni-Report hat im April 2011 in einem Anflug von, weiß ich nicht, Uninformiertheit, etwas von dem damaligen Vorgesetzten von Wallreich, der bei diesem Interview dabei war und genau wusste, was für ein Nazi dieser Wallreich war, folgenden Nachruf veröffentlicht, er hätte sich außerordentlich verdient gemacht. Sie können das, müssen mir erlassen, dass ich Ihnen das ausführlich vorlese. Wir sind jetzt im Jahre 2011. Ich bitte Sie um Nachfragen und Diskussionen zu diesem zweiten Teil. Im dritten Teil werden wir zu dem Gedenkproblem noch kommen, was ja gerade auch in Fragen angeschnitten wurde. Bitte. Ja. Nach meinem offiziellen Wissen nein. Kannst du die Frage wiederholen jeweils? Er hat gefragt, ob Frau Roth auf diese Ordensverleihung vom Zentralrat der Juden oder sonst jemand angesprochen worden ist. Meine Antwort hat jeder gehört. Ja, war noch eine Meldung dahinter irgendwo? Bitte. Stehen Sie auch gut. Sie haben ja sechs ausgeführt, wie sozusagen einerseits, also Sie haben ja sechs ausgeführt, wie einerseits NS-Verbrecher auch später noch versucht wurden, an die Goethe-Universität zu holen, andererseits jetzt auch wieder mit dem Uni-Report von 2011 wurde gezeigt, was für Missgeschichten, will ich es mal freundlich ausdrücken, der Uni doch immer wieder geschehen. Und ich frage mich, ob es dann Zusammenhang gibt und ich bin ganz sicher, dass es dann Zusammenhang gibt. Immer seit die Goethe-Universität existiert, seit 1945, immer Initiativen der Studierenden, dass etwas auf diesem Campus passiert, dass an den Nationalsozialismus erinnert wird. Das ist richtig, das IG Farbenhaus wird IG Farbenhaus genannt aufgrund einer Studierendeninitiative. Also es gibt immer wieder, dann auch seitens der Unileitung, diesen Campus in dieser historischen, also sozusagen in dieser historischen Epoche auch ehrlich zu betrachten, wenn auch die Uni in eine gewisse Kontinuität zu dieser
was die Professorinnen und Professoren, die in der NS-Zeit Theo gelehrt haben, auch danach gemacht haben. Also es ist immer wieder die Rede vom schönsten Campus Europas, der kritisch kotzen, kann ich nur sagen. Einen Streit darüber, wie bezeichnen wir welche Gebäude. Sie haben gemerkt, in meinem Eingangsstatement habe ich sehr bewusst vom IG Farben Buchhaus gesprochen und habe sehr bewusst auch hier das Casino als ein Teil des IG Farben-Komplexes erwähnt. Wir haben in den letzten Jahren als Goethe-Universität verschiedene Momente der Erinnerungskultur und ich nehme an, Sie sprechen da gleich nochmal drüber, ja etabliert. Die Gedenktafel hat die Kollegin eingangs erwähnt vor dem IG-Farben-Gebäude. Wir haben die ständige Ausstellung im IG-Farben-Gebäude. Wir haben das Memorial ständig als Moment. Wir haben Plaketten an Bäumen. Und last but not least, im Rahmen der 100-Jahre-Veranstaltung haben sich alle aus allen unserer 16 Fachbereiche etliche Kolleginnen und Kollegen und Studierendeninitiativen gemeldet mit der Bitte, sie möchten aufgenommen werden in das Festprogramm. Wir haben, oder ich schaue jetzt nach den Festmanagerinnen, es war eine bewusste Entscheidung, an der Stelle zu sagen, diese Veranstaltung gehört ganz in den Kern der 100 Jahre Goethe-Universität. Und ich bitte, dass Sie zumindest für das jetzige Präsidium und ich denke auch für die vorherigen Präsidien hier mit ein wenig mehr Offenheit auch hören, was auch von meinen Kolleginnen und Kollegen und von mir gesagt wurde. Vielen Dank. Also, der Kanzler der Universität und der Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften stehen auf jeden Fall mit ihrem Namen und in diesem Menü, das mich auch etwas verwundert hat, aber ich bin Moderation und erspare mir weitere Kommentare. Wissen wir alle, ist was anderes als die Universität. Ich kann nur Einfluss auf die Universität nehmen, Studenten da nicht. Ich will es nur darstellen, weil ich finde es schade, wenn wenig differenziert ist. Es haben sich noch verschiedene Leute gemeldet, ehe das jetzt in so eine Gesamtdiskussion ausartet, vielleicht noch mal kurz die Meldung. Dort, war das eine Meldung in dem Bild hier vorne? Nee? Aber da meldet sich keiner. Dann war hier eine Meldung? Ja? Sie haben davon berichtet, dass die DFG ja sogar den Himmel gefördert hat. So ist es. Die Frage dazu, gibt es ansatzweise oder so richtig vehement bei der DFG, die ja auch heute noch so genannt wird, und
gar nicht wichtig ist, sowas wie Ansätze oder wirklich eine Erinnerungskultur, die da etwas bekannt sind, die da vielleicht ein paar Worte zu sagen? Es gibt eine ausgezeichnete Initiative in dem wissenschaftlichen Bereich, sämtliche Vorgänge der DFG in der NS-Zeit aufzuarbeiten, teilweise in Wien, teilweise hier. Wir haben ein Problem, was indirekt jetzt auch anschneidet. Da ist einiges geschehen. Die Frage ist, was ist öffentlich nachher durchgekommen? Was ist wirklich bekannt? Das sind zwei Paar Schuhe. Wie gesagt, über Mengele und das ist alles wissenschaftlich aufgearbeitet bekannt. Aber was kommt am Schluss in das, was haben die Leute in die Köpfe? Was ist wirklich dann hängen geblieben? Und da ist, würde ich sagen, auch bei der DFG in der Veröffentlichung dieser Dinge ein Problem. Und das ist ja logisch, weil es ja nicht, es erfordert ja einen besonderen Gedankengang, zu sagen, dass es zu dem Image des DFG gehört, dass es gut ist, zum Image der Goethe-Universität, zum Image der Humboldt-Schule, zum Image des Dorfes, weiß ich nicht, Bierstein, dass es dazu gehört, dass man diese Geschichte in der NS-Zeit sehr offensiv und sehr massiv im Bewusstsein der eigenen Gruppe festschreibt. Weil erst mal oberflächlich gesehen kann man natürlich mit Dr. Mengele nicht den Ruhm der Goethe-Universität vergrößern, sondern nur mit der Aufarbeitung über die NS-Zeit und über Mengele kann man klar machen, dass die Goethe-Universität nicht einfach feiert, sondern nachdenkt und wissenschaftlich arbeitet. Und die Diskussion, was jetzt hier mit Studierenden wie wann passiert ist, auch das würde ich vorschlagen, um das differenziert zu behandeln, muss man einfach Punkt für Punkt wissenschaftlich, wie in der alten Leibniz sagt, setzen wir uns hin und rechnen wir. Setzen wir uns dabei hin und gucken mal einfach alle Fakten zusammen hin. Das wäre eine interessante Veranstaltung in den letzten 20 Jahren, seit 67 bis heute, 30, 40 Jahre. Was ist mit dieser NS-Zeit vom Präsidium, vom Studentenwerk, von wem auch immer, von Studenten, vom AStA, was ist da wirklich passiert? Eine wirklich spannende Frage, die wir aber heute wirklich nicht klären können. Ich kenne mich da auch im Detail zu wenig aus. Ich bin erst seit 10 Jahren hier an der Goethe-Universität. Ich habe im Moment drei weitere Meldungen. Eine Frage, was ich mir jetzt... Frau Vorlesen. Ich wollte mich nicht sagen, an deine Frage vorhin, welche Initiative der Studierenden sich darum kümmert. Es gibt tatsächlich eine Initiative, die heißt Initiative Studierender IG Farben Campus. Das ist seit über 10 Jahren sozusagen von der Seite der Studierenden im Kampf mit der Universität um das Ranking auf diesem Campus streitet. Zum 100-jährigen Jubiläum ist jetzt gerade in Kooperation mit dem Diskurs ein neues Heft erschienen, was den Kampf um das Gedenken auf diesem Campus dokumentiert. Das liegt hier vorne aus. Ich habe eigentlich nicht so viele Broschüren mitgebracht. Die gibt es aber gerade überall, also in der Uni-Bib, im Studierendencafé, ist kostenlos. Und da kann sozusagen aus der Perspektive der Studierenden nochmal nachgelesen werden, wie das alles so funktioniert hat, was alles gestritten werden musste. Und dass zum Beispiel die Gedenktafel vor die Farbenhaus da vorne auf Wunsch der Überlebenden dort erst erstritten werden musste, dass sie auch gegen den expliziten Willen der Überlebenden immer noch liegend angebracht wurde und die Universität sich da durchgesetzt hat und sie nicht stehend vor dem Gebäude ist. Ich danke Ihnen, was Herr Lehrer sagt. Genau das ist der Punkt. Ich komme jetzt schon seit 4 Jahren in der Universität. Ne? Nach 3 Jahren habe ich erstmal diese Unerfreundliches gesehen, warum, oder ich sage Boden, weil keiner geht so, sondern geht so, also man muss ganz anders gemacht werden. Und dann, wenn wir hingehen, ich mache eine Wette, auch jetzt, ist voll mit Fahrrädern drin. Also, er hat die Äußerung, ich muss es wiederholen, weil die Lautstärke nicht ausgereicht hat. Er hat also unterstrichen, dass er auch der Meinung ist, man müsse sie hinstellen ordentlich und groß und so, dass nicht Fahrräder oder irgendwas das verdecken oder da Blätter drauf liegen. Also gut. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Ich habe noch zwei Meldungen gehabt und dann könnten wir vielleicht den nächsten Teil übergehen. Es war einmal der hier in der Mitte und dann in der Tür. Nochmal, Sie haben ausgeführt, wie soll ich sagen, die unsägliche Geschichte von Herrn Ballrei. Und Frau Brühl hat ja eben angesprochen, dass in der kurzen Zeit, die sie dem Präsidium angehört, dass da mehr, Sorgfalt herrschen sollte. Ist es denn 2014 auch noch möglich, dass so ein, geistiger Schreibtischtäter so einen Nachruf auf Herrn Professor Ballreich Römisch II schreibt? Also ich finde es unsäglich. Wir lassen das als hypothetische Frage im Raum stehen, weil die Antwort wissen wir nicht. Ich hoffe nicht. Noch eine Frage oder zwei? Ich würde da keine Frage. Ich muss es noch einmal sagen: Es gibt eine Kontinuität
Professor Steinberg war Präsident der Uni Jurist, der sich gegen alles, was die Gefahren hieß, geweigert hat. Ich bin aus Gremien geflogen, weil wir immer wieder wiederholt haben, wenn er plötzlich Ensemble oder plötzlich Bau gesagt hat, das heißt die Gefahrenhaus. Und an die Unileitung, es wäre eine tolle Initiative, Campus Westend aufzugeben und den Antrag zu stellen, das IG Farben Campus endlich zu nennen. Danke. Aus meiner Sicht ist die eigentliche Frage, die dahinter steht, ob es nicht eine Art Klischee gibt, dem man sich gerne hingibt, dass die Nazis in Deutschland einfach einer Mittelschicht angehört haben oder einer minderbemittelten Schicht, dass das aber nicht der Wahrheit entspricht, genau. Und dass eigentlich die eigentliche Judenverfolgung schon vorher stattfand, weil in den 20er Jahren schon Studenten oder Lehrkörper ausgeschlossen wurden aufgrund dessen, dass sie Juden waren. Sodass die Aufarbeitung zwar diesen Nazi-Bereich betrifft, ab 33 der Machtergreifung, aber die intellektuellen und gebildeten Schicht, die Aufarbeitung ist noch nicht passiert, weil man sich vielleicht auch noch unbehaglich fühlt, dass gebildete Leute damit mitgemacht haben. Also ich glaube, wir haben generell ein Manko, dass wir uns diesen Bereich genauer angucken müssen. Die Mandarine wurde in einem Buch in den 60er Jahren veröffentlicht, natürlich. Ich darf kurz laut wiederholen, sie sagt, man denkt eben irgendwie an alkoholisierte SA-Schläger auf der Straße und sieht nicht, dass die Eliten dieses Bündnis zwischen den wollegewaschenen Nazis und diesen deutschnationalen Professoren, Bürokraten, Finanzbeamten und so weiter, dass das entscheidend für das NS-System auch war, dass diese gebildete Schicht eine ganz wesentliche Mitverantwortung trägt, dass diese Nazi-Mörder ihr Werk durchführen konnten. Das muss jemand organisieren, Change Management, das haben die gemacht. Danke für Ihren Beitrag.